So, wir sind immer noch im Svafnir-Tempel in Gudasunden und werden jetzt gleich versuchen, hier irgendwie wegzukommen, da es ja keinen Landweg gab. Aber Svafnir haben wir, glaube ich, noch gar nicht gespendet. Das heißt, wir spenden einmal 100 Silberlinge. Zack. Und gehen dann hier raus, zurück zum Hafen. Der war im Süden. Ja, das Haus da. Wir haben ein Schiff nach Hjalsingur. Der Name sagt mir was. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das südlich oder nördlich ist von Gudasunden. Fragen wir mal, was noch so für Schiffe kommen, aber er ist gar nicht mehr an seinem Arbeitsplatz. Schade. Dann werden wir uns wohl eine Herberge suchen müssen. Da oben an der Ecke ist eine. Und es ist wohl nur eine Taverne, sonst hätte es durchgehend auf. Die andere ist hier in der Nische. Da. Wir hätten gerne ein Zimmer. Gibt es noch einen Stabzauber für Talana? Sie hat jetzt, glaube ich, schon den vierten. Ich glaube, das war der höchste. Nehmen wir einfach mal testweise eine Suite. So. Talana, Stabzauber. Misslungen. Also gibt es wohl noch einen. Na gut. Und der Stabzauberversuch hat so lange gedauert, dass die Sonne wieder aufgegangen ist. Also können wir das Schlafen gleich wieder lassen. Ja, wir wollen gehen, obwohl wir ein Zimmer gemietet haben. Das machen wir immer so. Wir kommen in ein Dorf rein, schmeißen mit Geld um uns, hocken ein wenig auf dem Zimmer und gehen wieder. So, zurück zum Hafen. Wir hätten auch einfach noch ein bisschen hin und her laufen können. Aber na gut, so haben wir wenigstens rausgefunden, dass es noch einen Stabzauber gibt. Wir würden gerne wissen, wann die nächsten Schiffe kommen. Die nächsten zwei Tage wird wohl kein Schiff kommen. Wir hätten mit der Kapitänsbraut mitsegeln sollen. Und jetzt müssen wir wieder zurück in das Hotel und da wieder sagen, wir hätten gerne ein Zimmer. Der wird uns echt komisch angucken. Oder können wir jetzt schlafen? Nein, wir müssen erst eins mieten. Dann nehmen wir aber nur ein Einzelzimmer. So, zwei Nächte, vielen Dank. Dann meditieren wir. 5 Punkte reichen und schlafen. Aber wenn wir 2 Tage lang durchschlafen, dann dürften wir eigentlich genug Lebens- und Astralenergie bekommen. So, wieder zum Hafen und den Daumen drücken, dass auch die richtigen Schiffe kommen. Oh, das war die falsche Seite. Ein Schiff nach Hjalsingur ist immer noch da. Vielleicht sollten wir es im Notfall einfach nehmen. Die nächsten 2 Tage wird wohl kein Schiff kommen. Nee, das geht so echt nicht. Wir können nicht hier eine ganze Woche lang rumhocken und auf irgendwelche besseren Schiffe warten. Also nehmen wir das nach Hjalsingur. Kostet nichts und dauert 6 Stunden. Das klingt doch gut. Wir haben noch einen ganzen Tag verschwendet. Und da sind wir. Und hoffentlich hat diese Stadt wenigstens einen Landausgang. Nein, hat er natürlich nicht. Das ist doch albern. Wir können nach Prem, Kort, Manrin oder Rovik. Prem ist auf der Karte... wir sind jetzt ja an der Westküste. Und Prem ist in diesem Golf, also in dem inneren See quasi. Also nicht See, wisst was ich meine. Größere Wasseransammlung, umgeben von Land. Ja, ein Golf halt. Wollen wir da hin? Was ist überhaupt unser nächster Schritt? Ich habe noch ein Gerbart in Fexkar. Ich habe... Oh, die Svafnir Egilsdotter auf dem Boot. Oder ein Skell können wir auch durchstreichen. Wir haben jetzt noch eine Jasma Themasdotter in Tos. Wobei ich keine Ahnung habe, wo Tos ist. Wir haben noch einen Askrim Torboldson in Breida. In Klammern Lügner habe ich aufgeschrieben. Da hat sich wohl irgendjemand über ihn beschwert. Aber Breida ist nicht auf meiner Liste von Städten, die hier an der Westküste sind. Es muss wohl also irgendwo im Land sein. Und dann habe ich noch den Beorn Hjalsson in Angbodiertal.
Ich glaube, wenn wir von Torwall aus Richtung Felsdane gehen, kommen wir daran vorbei. Das war eins der ersten Dörfer, die wir besucht haben. Torwall. Wenn wir nach Bremen reisen würden, gibt es bestimmt eine gute Anbindung nach Torwall, weil das sind die größten Städte hier in der Gegend. Also probieren wir das mal. Wie viele Tage dauert das? 210 Stunden. Das ist viel. Aber wenn wir zu Fuß reisen würden, würde es wahrscheinlich noch viel länger dauern. Das sind 8-9 Tage? Nee, wir wollen uns nicht einschiffen lassen. Was haben wir noch? Wir haben noch Kord, Mandel und Rovik. Kord. Kord ist auf meiner Liste von Städten an der Westküste. Rovik war, glaube ich, weiter nördlich. Und Manrin kommen wir her. Das ist auf der Insel Manrek. Benutzen wir einfach mal den Kord. Wie lange braucht der? 80 Stunden. Das sind ja auch 3-4 Tage. Das ist echt ärgerlich, dass wir nicht zu Fuß hier weg können. Na gut, hilft nichts. Ich fahre jetzt bis Bremen. 210 Stunden. Divide Error. Okay, das Spiel wollte nicht, dass wir 210 Stunden irgendwo hinreisen. Ja, ich mach mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, nachdem das Spiel jetzt entschieden hat, dass 210 Stunden nach Bremen zu viel sind und uns einen Error verpasst hat, sind wir jetzt wieder im Svafnir-Tempel. Also ich muss den alten Speicherstand laden. Das heißt, wir sind jetzt in Gudarsunden, der ersten Stadt ohne Landausgang, und werden jetzt wieder ein Schiff nehmen müssen. So, wir haben ein Schiff nach Kord. Das wurde uns von der zweiten Stadt ohne Landausgang ja auch schon angeboten, also fahren wir jetzt einfach mal direkt dahin. 32 Stunden. Und Kord ist auch südlich. Sehr schön. Es wird denn das wohl da sein? Und dann kommen wir von da aus hoffentlich nach Bremen. Und von Bremen aus direkt nach Torwall. So, der Weg dauert jetzt 30 Stunden. Dann wäre das hier nochmal 30, nochmal 30. Also 90 Stunden wäre eigentlich realistisch gewesen von hier aus nach Bremen. 210 ist absolut lächerlich. So. Und das ist wirklich Kord. Schön, wir haben jetzt ein Schiff nach Treban, wobei ich nicht weiß, wo Treban ist. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht die dritte Stadt ist ohne Landausgang. Das lässt sich schnell überprüfen und sehr schön. Also, wo wäre Treban gewesen? Da unten wäre Treban gewesen, na gut. Hier haben wir Bremen. Auf meiner Liste ist jetzt noch... Wir wollen Tos finden, in Fexkaer ist eventuell noch einer und in Angbodiertal. Angbodiertal war von Torwall aus den Fluss entlang Richtung Felsdane da oben. Also eins von denen hier. Tjolla, Ruika, Angbodiertal. Das wäre also unser eines Ziel und Tos. Tos ist nicht auf meiner Liste von den Städten an der Westküste, also ich hätte die hier alle mal aufgeschrieben, um da hinzukommen. Hier haben wir Skjall. Gucken wir mal hier lang. Despota. Warnheim. Lalsdal. Was war hier? Chalanderhof. Chalander. Nee, sagt mir so nichts. Serske. Merske. Efferdrun. Kravik. Nordwest, das im Südosten ist. Hovermund. Gleich sind wir alle durch. Breida. Da ist Hexkaer. Willenheim. Da ist Oberorken. Felsdane. Wo zur Hölle hat sich Tos versteckt? Witsand. Liskor. Tos. Oh, da waren wir schon. Nimm. Also müssten wir eigentlich zurück nach Hjalsingur. An der Westküste entlang Richtung Norden. Dann da bis zu Tos.
Nee. Da bis zu Toss. Dann hier durch das Gebirge durch und dann zum Angbodiertal. Oder wir machen das Ganze andersrum. Okay, machen wir es so. Wir reisen jetzt bis nach Bremen. Versuchen da das Schiff nach Torwald zu bekommen. Reisen dann an einem Fluss entlang Richtung Angbodiertal. Versuchen da ein Kartenstück zu bekommen. Gehen dann wieder hier zu der Küste. Reisen nach oben. Oder nein. Von Angbodiertal aus gehen wir nach Norden, Richtung Felsdane. Von Felsdane aus gehen wir hier durch das Gebirge. Hier warten nämlich noch ein paar Wegelager auf uns. Nämlich ein ganzes Lager. Das hatten wir letztes Mal übersprungen. Das können wir jetzt mal mitnehmen. Gehen dann hier durch. Dahin. Und dann nach Toss. Und da ist unser zweiter Nachfahrer. Das ist eine sehr lange Reise. Ich hoffe mal, es kommt zeitlich einigermaßen hin. Aber jetzt haben wir wenigstens einen Plan. Wir wollen nach Bremen reisen. Und wir hätten gerne mal einen Gewaltmarsch. Den habe ich lange nicht benutzt. Um ehrlich zu sein, habe ich noch gar nicht benutzt. Ihr könnt ein Gebäude erkennen. Eine Herberge. Nein. Ich habe mich dagegen entschieden, meine Gruppe aber dafür. Und die Gruppe überschreibt wohl das, was ich gerne hätte. Oder schlafen wir jetzt vor der Herberge? Das ist ja auch nicht schlecht. So, Gwendolyn, Tirik und Girugon halten Wache. Myrm sollte... Zurück. Myrm sollte aber erstmal in erster Reihe stehen. So. Dann Essen suchen Myrm. Kräuter suchen Jallen. 4 Stunden. Und schlafen. So, der Gewaltmarsch hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Kann ich gleich nochmal? Nein. Der Bergpfad, auf dem ihr euch gerade befindet, wird zusehends schlechter und endet schließlich an einem talgerutschten Hang, der außerdem Weg auch noch eine Unmenge Bäume mit in die Tiefe gerissen hat. Ihr quält euch den aufgerissenen Boden an der Oberkante des Hangs entlang, immer bemüht nicht abzurutschen, und erreicht schließlich die Fortsetzung des Bergpfades. So, noch einmal schlafen und dann müssten wir auch schon in Bremen sein. Weiterreisen und tada, Bremen. Eine sehr große Stadt. Das heißt, wir werden erstmal eine ganze Weile uns hier umschauen und die Karte zeichnen. Wie gesagt, Tirik wird die Karte zeichnen, wir werden es umschauen. Und wenn wir unterwegs irgendwo einen Tempel sehen, dann huschen wir da kurz rein, um abzuspeichern. Das ist ja echt riesig hier. Eine milde Gabe. Na gut, nehmt diesen Dukaten. Noch 3 Straßen weiter könnt ihr hören, wie der Bettler unablässlich der Segen der 12 auf euch herabruft. Ah, ist doch nett. Oh, und ich sehe einen Tempel. 1 Waffenetempel, da haben wir schon gespendet. Also speichern wir einfach nur ab. LP 29. Und wir sehen uns gleich wieder.